Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu Ihrem Horoskop für den 13. bis 19. April. Liebe Zuschauer, unser Planet der Kommunikation Merkur wird in dieser Woche das Zeichen wechseln. Es wird sich am 15. April vom Zeichen Widder trennen, in das Zeichen Stier übergehen und wird bis zum 1. Mai dort fortschreiten. Merkur hat stets Einfluss auf unsere Psyche und auf unsere Kommunikationsart und das Zeichen Stier hat stets eine etwas abbremsende Wirkung auf den Merkur. Deshalb werden wir während dieser Phase intensiver nachdenken und uns langsamer entscheiden. Auch unsere Kommunikation könnte langsamer werden. Insbesondere in einigen Themen könnten wir eine übertrieben dickköpfige und unveränderliche Haltung einnehmen. Deshalb sollten wir versuchen, dies in dieser Phase etwas unter Kontrolle zu halten. Wir könnten uns auf unsere körperliche und finanzielle Sicherheit sowie langfristige Ziele konzentrieren. Wir werden uns insbesondere für konkrete und praktische Werte interessieren. Die entgegengesetzten Positionen von der im Zeichen Zwillinge fortschreitenden Venus und dem im Zeichen Schütze fortschreitenden Saturn werden Mitte der Woche klar zu beobachten sein. Diese könnten dafür sorgen, dass wir eine gewisse Einschränkung bezüglich der Finanzen spüren werden. Während dieser Phase werden wir ein stärkeres Bedürfnis danach haben, sichere Schritte bezüglich unserer sozialen Beziehungen und Zweierbeziehungen zu tun. Venus im Zeichen Zwillinge hat ein starkes Bedürfnis nach Freiheit und allgemein sozialer Themen. Jedoch könnte Saturn dieses Bedürfnis während dieser Woche etwas einschränken. Insbesondere die variablen Zeichen werden dies noch intensiver spüren. Pluton wird am 17. die Retrobewegung beginnen. Das wichtigste Ereignis dieser Woche ist der Neumond, das am 18. April um 21.46 Uhr 28 Grad im Zeichen Widder aufgehen wird. Dieser Neumond wird dafür sorgen, dass Sie enthusiastischer und mutiger, insbesondere hinsichtlich neuer Unternehmungen, handeln werden. Da es ein leitender Neumond in Bezug auf Neuanfänge sein wird, könnte es uns ein wenig unterstützen. Es wird ein Neumond sein, dass insbesondere diejenigen, die in den letzten Tagen der führenden Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock geboren sind, stärker beeinflussen wird. Mars wird im Zeichen Stier fortschreiten und ein Quadrat mit Jupiter im Zeichen Löwe bilden. Dies wird während des Neumondes geschehen. Deshalb sollten wir versuchen, unsere Energie etwas im Gleichgewicht zu behalten. Während dieser Phase könnten unsere individuellen Bedürfnisse und Wünsche intensiver werden und es schwieriger für uns werden, diese unter Kontrolle zu behalten. Wir sollten insbesondere unser Ego unter Kontrolle behalten, denn egoistische Wünsche könnten zum Vorschein kommen. Finanzieller Ehrgeiz und das Bedürfnis nach Besitztum könnten intensiver werden und uns dazu verleiten, unnötige Risiken einzugehen, liebe Zuschauer. Machen Sie es gut und bis bald.